Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Mutant Year Zero. So, schauen wir mal, ob wir schon was Neues, Cooles lernen können, irgendwem. Nee, im Grunde bin ich nämlich mit den Fähigkeiten... Ah, wir können für ihn noch mehr Lebensenergie freischalten. Her damit. Weil mit den Fähigkeiten bin ich für die eigentlich echt relativ zufrieden. Einen organischen Gegner 2 Runden lang bewegungslos machen... Oder einen mechanischen eine Runde. Ich finde einen mechanischen eine Runde finde ich fast immer ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Da sparen wir lieber die 16 wirklich für seine letzte Lebensenergie. Super Upgrade-Dingens bei ihm auch. Naja, auf jeden Fall was cool. Also, aufhören zu schleichen. Over here. Alle versammeln. Und jetzt wird geplündert. Schauen wir mal, was der Dicke droppt. 15 Waffenteile. Cool. Ich hab... Ehrlich gesagt, gehofft, dass es irgendeine super Artefaktwaffe oder so ist. Aber so viele Waffenteile sind auch cool. Und eine MP-Granate auch noch. Ach, hier haben wir gut aufgeräumt. Das war ein cooler Kampf in der letzten Folge. Das hat echt Spaß gemacht. Sehr schön war das. Ist das Müll da oben? Nee, das ist nur Dekoration. So, dann schauen wir uns mal im Lager um. Können wir... Oh... Können wir damit jetzt noch irgendwas interagieren oder hätten wir den da? L-Generator. Ach, das ist ein Artefakt. Plus 4 Artefaktpunkte. Geilo. Cool. Ziemlich cool. Ein dodekaederförmiges, summendes elektrisches Gerät. Nehmen wir das jetzt komplett mit, das Riesending. Cool. Kann offenbar ganze Siedlungen mit Strom versorgen. Cool. Und trägt die Aufschrift L-Generator. L-Generator, ich find's lustig. The Ghouls got themselves a machine of their own. Thank the Elder, it's out of power. Und? Und? Die Ghoul-Rüstung. 4x4 auf dem Scheinwerfer. 3 Rüstung, 4 TP. So, aber keine passiven Fähigkeiten. Trotzdem eine doch recht gute Rüstung, glaube ich. Ich schätze mal, bei ihm muss ich nicht gucken. Da, die kann nicht mithalten. Ja, die Wurfreichweite tausche ich gern gegen bessere Rüstung. Willst du vielleicht die Wurfreichweite? 2x4? 2x4 und Wurfreichweite. Ja, genau. Perfekt. Machen wir doch so. Gedankenkontrolle ist einfach zu mächtig, wenn man gegen organische Gegner kämpft. Ich muss ihn mitnehmen. Oh. Hä? Warte mal, das leuchtet komisch, aber warum steht da nur Verstecken? Ich würde das gern... Vielleicht sieht das einfach nur so aus, als... Aber es sieht schon so aus, als... Doch, das leuchtet schon, als wäre es Loot. Aber verdammt, es geht nicht. Ich kann es nicht mitnehmen. Everybody, fan out. Shit. Regroup. Das ist gemein. Da müsste irgendwie der Tisch kaputt gehen oder so. Es wäre wahrscheinlich eh nur ein bisschen Schrott, aber immerhin ein bisschen Schrott wäre es. Ich muss mal Dax aus seiner... Deckung holen. Ach Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. So. Moment, da war kurz ein A zu sehen. Ah, weil da ein bisschen Schott liegt. Cool. So, schauen wir noch ins Ghoul-Häuschen. Ah, die haben gleich 2 Ghoul-Häuschen. Eine noch eine Truhe. Eine noch eine Truhe. Was haben wir wohl hier? Ah, ein Borgband. Ein neues Kopf. Mehr Bewegungsreichweite. Cool. Es gibt Geschichten über Grunz- und Stöhnwettbewerbe der Altvorderen. Die offenbar von Schläger schwingenden Athleten ausgetragen wurden. Die Sieger dieser Turniere erhielten das Borgband als Anerkennung für ihre... lauten und innervierten Stimmen.
Außerdem absorbiert das Band den Schweiß des Trägers. Hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen unerwünschten Nebeneffekt, da das Band in kürzester Zeit zu einem nassen Lappen verkommt. Ein Borg-Band, mit dem man mehr sprinten kann. Das ist schon wieder so erleuchtet, aber ich kann nicht damit interagieren. Hm, komisch. Das sieht nämlich aus wie so ein Datapad, wie so ein Story-Element, aber es geht nicht. Und außerhalb vom rundenbasierenden Modus kann ich auch nicht kämpfen, so viel ich weiß. Oh, sag bloß, da geht's noch weiter. Sag bloß, das war's noch nicht. Aber es gibt eigentlich kein... Ja, aber dann müssen wir noch über die Brücke gehen, weil es gibt eigentlich kein anderes Gebiet mehr, in das das hier führt. Ah, ich verstehe. Von hier hätten wir auch einfallen können in das Gebiet. Da war aber unsere... Nee, sind sie nicht mehr. Da war unsere Herangehensweise definitiv die bessere. Weil hier wären wir echt im Arsch gewesen, glaube ich. Wenn wir von hier angegriffen hätten. Aber so lief es ja eigentlich ganz gut. Ach so, das ist nur so ein kleiner Steg. Da ist nicht mal irgendwas. Na schön, dann laufe ich hier noch schnell ein bisschen am Gewässer entlang. Aber dann sind wir eigentlich fertig hier. Ich muss, glaube ich, dann nur noch mal kurz gucken, was da die ganze Zeit so blieb, blieb, blieb macht. Weil ich glaube, das ist der Generator, den wir schon geklaut haben, oder? Der L-Generator. Ach, oder es ist der Gegner da hinten. Ja, es ist der Gegner da hinten. Aber da hinten ist tatsächlich noch Loot. Ah ja, der eine letzte Gegner. Na, die Waffenteile lassen wir aber auch nicht verkommen. Na schön, fertig, pupertig sind wir hier. Das war ein cooler Kampf. Ach so, genau, das Schweißband. Also plus 4 Lauffähigkeit. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das irgendjemand haben will. Es sieht natürlich toll aus, das Schweißband. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Wobei, Bromin wird es gar nicht schaden. Weil ich meine, der ist immer so lahm und müsste eigentlich nah ran. Aber Immunität gegen Benommensein und Gedankenkontrolle durch seinen tollen Aluhut ist einfach so viel besser. Gebe ich nicht her. Niemals. Na schön, hauen wir ab hier. Schön war's. Schön war's. Aber alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. So, dann gehen wir jetzt nochmal zum Metallfeld und gehen dann Richtung Glühbirne. Das machen wir jetzt noch. Und dann gehen wir nochmal beim Kultland runter zu dem Vogel mit dem Zylinder. Das machen wir auch noch. Dann geht's weiter mit Story. Na, die Durchsage schon wieder. Erschreckt mich doch nicht so. Ach, wir müssen aber zurück zur Arche. Aber jetzt decken wir erst das Gebiet auf, dass wir einen Schnellreisepunkt haben. Und dann geht's auf zur Arche nochmal vorher. Natürlich. Oh, von hier geht's in zwei Richtungen weiter. Boah, das ist alles noch so viel größer, als ich dachte. Verrückter Scheiß. Voll cool. Heiliger Scheiß. Was für ein Bereich. Das reimt sich überhaupt nicht. Was rede ich denn da? So, das Schloss der Lichter. Da gehen wir nachher hin. Das ist cool.
Aber schon allein wegen dem super wertvollen Artefakt, das wir gerade bekommen haben, müssen wir jetzt unbedingt zur Arche. Das ist nämlich echt ziemlich cool. Heute hat nicht mal der Älteste was zu uns zu sagen. Well, look what the Zone Wolf dragged in. Good to see you. So, wir haben jetzt 5 Artefaktpunkte. Wir können jetzt ganz schön einkaufen. Theoretisch 2 Zweier- und ein Einser-Einheiten-Ding. Was haben wir denn hier? Erhöht Waffenschaden um 1. Permanent bei allem. Das ist eigentlich perfekt. Tja, ihr wisst sicher, dass der alte Prip früher ein Stalker war, genau wie ihr. Aber im Gegensatz zu euch Großmäulern rede ich nicht ständig darüber. Aber, weil ihr Typen so gute Kunden seid und ihr ohnehin, mir ohnehin gerade langweilig ist, gebe ich euch jetzt mal ein paar astrale Tipps. Cool. Plus 1 Waffenschaden. Immer gut. Und jetzt könnten wir uns aussuchen, plus 10% kritische Treffer gegen Lebende oder gegen Mechanische. Oder Medkits werden verbessert. Ich bin für mehr Schaden gegen Mechanische. Und mehr Granaten. Eine zusätzliche Granate pro Teammitglied. So. Dann sind wir pleite. Und ich weiß, es gibt noch irgendwie 5 Artefakte. Oder zumindest den Wert von 5 Artefakten in der Zone da draußen. Don't just stand there. You need a fix? Also, der Feld... Genau, das wollte ich noch machen. Ich gehe mal nochmal raus. Weil der Feldwechsler ist einfach echt nicht gut. Der hat zwar Reichweite, ist aber echt nicht gut. Warum sollten wir ihm nicht ein Rambino mitgeben? Der hat ein bisschen mehr Reichweite als seine Schubflinte und macht aber auch noch ordentlich Schaden. Den kann man benutzen. Das ist, glaube ich, echt eine gute Idee. Wenn wir schon hier sind, rüste ich die jetzt gleich noch mit Granaten aus. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Geht sich genau aus, aber wenn wir noch Kohle übrig haben, könnten wir vielleicht nachher noch Granaten kaufen. Don't just stand there. You need a fix. So, Rambino kriegt ein Feuermodul. Und was graden wir ab? Die Primärwaffen. Sind die Primärwaffen alle schon auf Maximum? Nein, Rambino noch nicht. Da fehlt aber ein bisschen was. Verdammt. Ich könnte den Feldwechsler echt zerlegen. Den braucht kein Mensch mehr. War eigentlich eine coole Waffe, vor allem von der Animation her. Aber trotzdem braucht die keinen Mensch mehr. Machen wir mal einen Stufe 3 Rambino. Sehr gut. Dann sind wir eh schon wieder pleite, was Waffenteile angeht. Dann gehen wir noch mal schnell zur Iridia. My favorite stalkers. I was just reclining here, dreaming of when I'd see you again. I guess dreams do come true. Okay. Later, Gator. Later, Gator. Dann habe ich noch eine Sache, die ich gern ändern würde. Nimm du noch eine richtige Granate mit neben deinem Molly und dem anderen Ding. Ja, dann geht's schon wieder zur Zone. Verdammt, das ging fix. Also gut, das Schloss der Lichter. Wahrscheinlich eine alte Glühbirnenfabrik. Aber dass dann die Lichter noch gehen. Ein Vergnügungspark, ein Riesenrad. Wer weiß. Restore a glimmer of hope to a world of chaos. Join me and help bring light back to the zone. Come to me. Come to Lux. Okay. Did you hear that voice? That was weird. Keep your guard up. Take a chill pill, all right? If the voice wants to bring light to the zone, I'm all for it. His voice sounds true. His voice sounds convincing. Aha, die beiden trauen ihm also. Ich bin eher auf Bromins Seite. Der hat sich eher angehört wie ein verrückter Irrer. Ein verrückter Irrer ist auch ein bisschen redundant, oder? Naja, doppelt hält besser.
Medkit. Na, 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 na. Welcome to the Castle of Light. Forgive me for not providing the illumination this castle is known for. I pray that someday we will once again become a beacon of light for weary travelers. Greetings. We heard your voice in the zone. Are you Lux? Lux, I am. You say you heard my voice in the zone? Quite interesting. Perhaps the fates brought you here. You look strong, well-armed. You get things done, yes? Hells yes. We're stalkers. We take everything the zone throws at us and then some. Then I humbly request your assistance. There is a pack of renegade ghouls who wish to keep the zone in darkness. They stole the key to the sacred sanctum, where the lights get their power. Perhaps you can help me recover this key from the ghouls. It's a special key. You wouldn't miss it. Return it to me, and I'll reward you handsomely. I like handsome rewards. We'll deal with the ghouls and get your keys. Okay, anscheinend ist er echt ein netter Kerl. Mehr oder weniger. Warum sind denn hier so viele Lichtsäulen? Hey, that Lux guy seemed pretty cool, right? I hear you. His brain seems totally rot-free. Pretty free spirit. Lux's lights are a beacon of hope for the zone. Let's turn them back on. We're gonna have to convince those ghouls to give us back the key. Aha, jetzt mögen alle Lux. Na gut, von mir aus, dann bin ich dabei. Dann finde ich Lux jetzt auch cool. Wenn ihr alle drei sagt, dass der cool ist. We should rescue Hammond before venturing any further into the zone. Ach so. Auf einmal doch. Na gut. Habt ihr es gehört? Wir sollten erst Hammond retten. Auch wenn das laut irgendeinem Guide, wo ich nachgeguckt habe, die letzte Mission ist, sollten wir erst Hammond retten. Ich würde jetzt sagen, dass wir vielleicht trotzdem diese Zone of Light hier machen, aber danach retten wir Hammond. Oder? Wie kommen wir denn überhaupt da rein? Ist ja schon mal das erste Problem. Ich frage mich, wo diese Lightbeams herkommen. Und wenn wir da noch gar nicht rein können, bevor wir Hammond nicht gerettet haben? Oh, das ist aber ein ganz schöner Haufen Ghule. Na gut, wisst ihr was? Er hat mich überzeugt. Dann retten wir jetzt Hammond. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir hier noch was zu erledigen haben. Aber das vergesse ich nicht. Das ist so eine weirde eigene Quest. Irgendwie kommen wir da nämlich auch nicht weiter. Vielleicht bin ich da wirklich schon zu weit. Also, Kommando zurück. Alle gehen zum Himmelsspeer. Los geht's. Zum Schloss der Lichter kommen wir später wieder. Die Unerleuchteten. Ach so, das ist ein eigener Bereich. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, machen wir's. We're getting close to Hammond. Genau. If this is Bad Guy Central, where's all the ghouls? You shouldn't let our guard down. So, und hier machen wir Schluss für heute. Danke, bis morgen. Ciao, macht's gut.